Österreichs Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP übernimmt den Kanzlerposten vom zurückgetretenen Alexander Schallenberg. Gleichzeitig wird der Chef der ÖVP, am Donnerstag hatte der ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz überraschend seinen völligen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Er löste damit einen personellen Dominoeffekt aus. Kanzler Alexander Schallenberg hatte daraufhin erklärt, das Amt des Partei- und Regierungschefs sollte in einer Hand liegen. Er stelle daher sein Amt als Regierungschef zur Verfügung.